Entschuldigung, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich fahre hier ein Pferd. Ein Mustang. Das wird auch irgendwann passieren. In real life. So, ich glaube, vor mir ist ein... Los geht's. Ein Schmied. Was brauchst du? Macht es Sinn, die... Ich brauche 30. Macht es Sinn, die Gravuren zu machen, nachdem ich es verbessert habe? Oder macht es überhaupt keinen Unterschied? Tja, wenn du weiter bist als ich, kann ich dir leider nicht zuschauen. 3 Stunden jede Woche. Er wird dich vollkommen überholen. Ja, das stimmt. Völlig egal, los gravieren. Bleibt uns dann später die gleichen. Okay, alles klar. Dann graviere ich mal hier ein bisschen. Giftschaden haben die. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Dolchschaden ist natürlich cool. 20% der Schaden mit der Fähigkeit der Spartiatentritt. Die mache ich auch manchmal. Sind die Gravuren begrenzt? Du musst neue erst freischalten. Das hat mit den... das hat nichts mit der Waffe zu tun. Alles klar. Gut, dann machen wir mal erstmal durch. Weil die sind ja durch hier. Und dann... Ja, Spartiaten. Okay, jetzt check ich's. Okay, man kann nur eine. Okay, alles klar. Dann mache ich lieber den Dolch. Bei Spartiaten Tritt mache ich nicht so häufig. Nur wenn ich in Panik bin. So. Na, Pferd? Willst du auch was kaufen? Oh, hat er gerade den Adler abgeschleckt? Süß. Gut. Ella. Moment. Warte. Okay, ich. Oh. Da ist eine Mörderin unterwegs. Ja, grüß Gott. Warte, der Schmiedehandwerk lernen würde es, weil sie als genug fährt. Stattdessen nahm er ihren Bruder als Lehrling. Sie stahl die Sense des Greifen aus der Werkstatt ihres Vaters und tränkte sie mit seinem Blut. Ah, genau, das war ja die. Ja, die wird Spaß machen zu töten. Los. Aber ich will es nicht in der Stadt machen. Ich gehe mal außen rum zum Hafen. Entschuldigung, ich bin auf dem Weg und Entschuldigung. Du musst vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Und los. Warte, wir brauchen... Warte. Wir brauchen einen Discord-Server. Ja, ich bin gerade auch dabei, einen Discord-Server zu bauen. Ich hätte da perfekte Bilder für die... Ja, schön, Adler ab. Dann wollen wir mal. Gut. Wenn ich meditiere, ist Phidias vielleicht hier, wenn ich fertig bin. Ah, dann meditieren wir mal.
Wie meditiere ich? Er hat nur gesagt M. Hat er M gedrückt? Ah. Da kam gerade der Söldner. Du hast es geschafft. Ups. Ich war schon in Sorge. Ich sagte doch, ich bring dich raus aus Athen. Das hast du. Er ist der Freund, den wir treffen. Kann man deinem Freund trauen? Teras und ich sind schon sehr lange befreundet. Ich gab ihm Bescheid, wo er uns treffen kann. Sollte er nicht sich verhüllen? Je länger wir warten, desto gefährlicher wird es. Segeln wir nach Serien. Der ist genauso nackisch wie davor. So. Auf Position! Auf jeden Fall nicht geradeaus, wo ihr gerade hinlegt. So, wo müssen wir denn hin? Raus. Ah, alles klar. Ja, cool. Da werden wir auf jeden Fall paar Hölzer sammeln. Acht Leder. Ich dachte nicht, dass ich Athen einmal verlasse. Auch ich verließ meine Heimat. Herodotos, welche Insel ist das da vorn? Das, meine Gute, ist die berühmte Insel Salamis. Der Ort, wo die Athener die Perser besiegt haben? In dieser Bucht hat der große Athener Strategos Themistokles die persische Flotte vernichtet und die griechische Welt davor bewahrt, ausgelöscht zu werden. Man sieht... Ach, langsam! Wieso greifen die uns an? Diese... Wieso greifen die uns an? Die werden uns rammen, wir werden sie rammen. Ah, die werden uns rammen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Tja. So, jetzt schnell. Ja, wir weichen ja gerade aus. Und jetzt schön entern und währenddessen heilen. Aua, haben mir wehgetan. Hi! Oh, das hat wehgetan. Sehr schön. Au. Nicht schön. Gar nicht schön. Sehr schön. Ah, das war zu spät. Entschuldigung. Danke.
Wieso ist eigentlich nur die eine zu mir rüber? Wahrscheinlich sind die anderen tot. Gut, dann holen wir uns den nächsten. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes an uns. Selben Kopf. Schätzen! Ja, nee, wir wollen sie rammen. Oh, hab ich euch wehgetan? Und bam 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 badam bam badam bam. Siehst du diesen Vulkan? Er ist ja nicht zu übersehen. Man sagt, an seinem Grund liegt ein Eingang in die Unterwelt. Man betritt sie, indem man hineinspringt? Das ist Hell! Ein tapferer Arkadier, den ich kannte, hatte dieselbe Idee. Und was wurde aus ihm? Die Hitze verwandelte ihn zu Asche, bevor er auch nur halb unten war. Ich schätze, einige Rätsel bleiben besser unerforscht. Ah, oh, geil. Wie schön. Und so interessant, dass wir so unterschiedlich das Spiel spielen. Ich mache zum Beispiel viel, viel mehr Nebenquests und versuche gleich die Karte im Bereich aufzuräumen oder besser leer zu räumen. Das ist ein nettes Schiff. Du musst das nicht tun. Was denn? Die Stille füllen. Oh, das wollte ich auch gar nicht. Wirklich. Es kommt nur nicht so oft vor, dass ich über das Meer reise. Es kann befreiend sein. Ja, befreiend beschreibe ich es ganz gut. Obwohl mir auch ein bisschen schlecht ist. Lehn dich über die Reling, wenn es sein muss. Ansonsten wischst du es auf. Dreht sich dir der Magen auch so um wie mir? Du gewöhnst dich daran. Hier ist mein Gesicht. Du bist still heute Abend, war was? Verzeih! Vor Jahren in einer hellen Nacht wie dieser segelte ich mit meinem alten Freund Garros nach Samos, als wir hörten, dass in der Dunkelheit unsere Namen gesungen wurden. Der Gesang war so süß, dass wir vergaßen, wie man singt. Sag es nicht. Du hast die Sirenen gesehen. Ich hielt mir die Ohren zu, um dem Gesang zu entgehen. Doch als ich Garros warnen wollte, war er fort. Ich sah ihn nie wieder. Tut mir leid. Wenn die See ruft, weißt du nie, wo sie dich hinführt. Vielleicht ist Garros jetzt König in einem fernen Land. Man weiß es nicht. Viel Spaß hier. Was machen die eigentlich hier den ganzen Tag? Schön, dich lebend und gesund zu sehen, Phidias. Wie auch dich, Teras. Wie du siehst, komme ich nicht allein. Ah ja, die gütige Heldin, die du in deinem Brief erwähntest. Ich wollte nur Paydas in Sicherheit bringen. Ich tat es für mich selbst. Ich bin froh, dass ich ihn retten konnte. Und für diese Heldentat habe ich einige Informationen zu einem gewissen Brison, der Phidias vorzeitiges Ableben plante. Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen. Kann ich. Bitte richte Perikles meinen Dank und meine Grüße aus. Und sei vorsichtig. Ich glaube, es schweben noch mehr Athener in Gefahr. Naja, wenn's Krieg ist, dann ja. Ich habe einen neuen Bogen. Facecam an und ich habe einen neuen Bogen. Plus 24, andersrum 42. Auflade-Tempo des Bogens. Nicht schlecht. Das ist wahrlich nicht schlecht. Gut, dann zerlege ich die. So. Und mach den wieder in blau. Ich finde den blauen irgendwie am schönsten. So, Fähigkeiten. Fähigkeit Stufe 1. Da machen wir hier
Erhöht Jägerschaden um 30% und Kopfschussschaden um 20%. Natürlich geil. Also Zoomer, nee. Ja, das ist auch geil, aber das gibt ja geile Boni. So. Gut. Ah, okay, ja, jetzt sind wir Level up. Gut, dann würde ich hier noch ein bisschen rumkreisen. Nachrichtentafel. Upsi. Dim, dim, di, ding. Alle Hinweise. Ja, stimmt. Kultisten. Aber welchen? Okay, der ist noch 19. Die Feinde des Abtrünnigen. In Level 46 und hab noch nichts in Jägerzweig gelernt. Was? Ich warte dir hin. Ist erst vorüber, wenn außer mir niemand mehr steht. Brutal grob und unzurechnungsfähig. Jetzt sage ich. Nach 20 Jahren auf See erkannte ich, dass der Kult meine Heimat ist. Der sieht etwas vertraut aus. So. Bereit zu enttäuschen. Ich schwöre bei meinem Leben und bei dem derer, die ich töten werde, dass ich den Kosmos nicht nochmal enttäusche. Ach, das ist den wir gerettet haben. Ach du armer Tata-Kreis. Wer braucht Demokratie, wenn das Geld die Welt regiert? Oh, lovely. Ohne mich ist der Kult gar nichts. Selbst die Götter erzittern vor mir. Knie nieder oder stirb. Ich zeig dir mal Kinder-Videos von dir. Das ist unsere größte Stärke. Ja, der ist dick. Warte mal, haben wir die nicht getötet? Das war die. Ja, stimmt. Ich habe in das meiste bei Assassinenjäger 3 oder 4, was gerade nicht, und bei Krieger 2. Oh, hi! Tja, wo bin ich jetzt, ha? Ich bin eine Statue. Ich bin eine Galionsfigur. Niemand bewegt ein Muskel. Ich lese mir mal kurz deinen Bericht durch. Oh, ein Auge. Höherer Schaden durch Gift habe ich leider nicht. Setzt Feuerangriffe ein. Was bekomme ich denn da, wenn ich dich töte? Nicht viel. Master der Gefahrensucher. Wow. Konnte nie widerstehen, auf den schmalen Grat zwischen Leben und Tod zu wandeln. Manche sagen, er wäre so oft um ein Haar gestorben, dass er bereits zu Lebzeiten gut mit der Unterwelt vertraut war. Wieder andere meinten, er hätte die Unterwelt nicht einmal gefürchtet. Söldner zu töten ist so ein lohnendes Geschäft. In der Tat. Hä? Er ist gerade ein bisschen abgelenkt. Greif nochmal an. Verdammt. Was macht der da?
Und was mache ich da? Ich treffe ja gar nichts. Wieso kann ich dich nicht besiegen? Du hast gerade Ewigkeiten hier gebraucht. Ja, los geht's. Oh, du Armer, hast du dir weh getan? Ich kann es nochmal machen. Komm, komm hier hoch. Ganz, ja, genau. Hier hoch. Und dann klettern. Genau. Genau, richtig. Nein, oh, ich habe mich aus Versehen geheilt. Ja, und du weißt, dass ich dich trete und in die falsche Richtung. Oha. Das ist aber nicht freundlich. Komm her, komm. Ja, hier. Nicht heilen, das ist unfair. Wieso? Wie? Boah. Das war gerade ziemlich dumm von Cassandra. Gut. Der war aber ziemlich dumm. Ah, schön. Ach, noch eine. Ja, okay, machen wir das gleiche nochmal. Oh, der Arme. Der wird ja wieder angegriffen. Gut, lesen wir mal das durch. Okay, also Dido die Rasende. Interessant. Raserei verfällt bei drohendem Tod in einen Zustand der Raserei. Aufmerksamkeit, geringer Schaden durch Attentate. Okay, hatte ich auch nicht vor. Als kleines Mädchen soll Dido die Rasende von höllischen Göttern heimgesucht worden und ab da an. Nee, und ab da von einem unerklärlichen Zorn erfüllt gewesen sein. Nur als todbringende Söldnerin konnte sie diesen brennenden Zorn kanalisieren. Aha, das könnte allerdings auch nur eine dumme Ausrede gewesen sein. So, wenn du kritische Attentat und dann direkt den... Ich hab vergessen, wie das heißt, bei Assassin, dieser eine Schlag, wo du mehr Kraft besitzt. Oh. Guten Tag. Ich treffe echt nichts. Das war zu früh. Das war daneben. Ich will den Kopf. Treffer machen. Das ist echt lustig. Warum kämpfen die gegen den? Oh, keine Pfeile mehr. Oh Gott. Die hat jetzt wirklich in die Luft getreten. Warte mal, wie mache ich nochmal Pfeile? Wahrscheinlich hier. Hm.
Du triffst echt nur die Leute, ja, das stimmt. Da. Jetzt reicht's mir aber. Als ob der nicht getroffen hätte. Jetzt komm her. Was haben die mit dem armen Typen? Ist echt lustig. Und die Leute hier, die singen einfach nur. Die Götter seien mit und gute Reise. Oh. Vielen Dank nochmal. Vergiss nicht, mich in entspannteren Zeiten zu besuchen. Ja, also echt Respekt, also. Sie funktionieren echt wie immer einwandfrei. Da hast du recht.